Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer-Brother, eurem RTG-Brüßler. Na klar, ich bin noch da. Freunde, ich freue mich so extremst. Morgen geht das Team of the Season los. Das hier ist die letzte RTG-Folge vor dem TOTS. Ich habe richtig viel Offstream gemacht. Wir haben gestern im Stream richtig geil Meta gemacht. Unser letztes Team zum Team of the Season gebaut, also vor dem TOTS quasi. Ihr wisst Bescheid, was ich meine, oder? Unser Team zum TOTS. Hätte man auch eigentlich so easy sagen können. Division Rivals Rewards kamen raus. Ich habe ein paar SPCs gemacht und Packs vorbereitet. Ich habe eure Kommentare gelesen. Ich werde die meisten Packs zum Team of the Season live öffnen, damit hier wir nicht zu so einem lame Duck Account werden, wo wir jetzt irgendwie die nächsten drei Wochen die ganze Zeit sagen, werde jetzt diese Woche mein Team wieder nicht ändern, weil ich spare meine Packs für den EAFC 25 Release auf. Das will keiner sehen, ja? Jetzt zum Team of the Season mal eine Woche chillen, okay, aber... Es soll ja hier weitergehen in dem Projekt. Und ich habe auch Bock drauf. Ich bin auch packsüchtig. Also haben wir auch mal drüber geredet. Lasst ein Like da. Ich lese hier super gerne eure Kommentare unter den RTG-Videos. Wirklich muchos libos an alle da euch draußen. Ich kann heute keine Sätze bilden. Würde ich einfach sagen, gehen wir rein ins Video. Morgen 12 Stunden Stream. Müsst ihr mal bei Twitch vorbeischauen. Zeiten und so kriegt ihr noch bei Instagram. Jetzt rein in das Video. Let's go. So, meine Freunde, wir sind ready to take off. Ein letzter Blick auf unser altes Team. Zweimal Back-to-Back 18 Siege. Das wird so nicht mehr geben. In dieser Folge ändert sich alles. Das TOTS steht vor der Tür. Es muss gehandelt werden, meine Damen und Herren. Und damit Moiners zur neuesten RTG-Folge. Das ist jetzt erstmal alles, was ich offstream gemacht habe. Ich habe mir hier zum Beispiel mal den Petre Cech angeguckt. Werden wir auch nachher im Stream noch drüber reden. Überlege ich vielleicht während des TOTS zu grinden, ne? Kostet ja irgendwie 200k. Toti-Icon, maybe. Ansonsten ist mir da noch ein Kollege in die Augen gegangen. Und ihr seht ihn hier. Nordi Mukiele. Relativ günstig. Und da war doch was. Da war doch was. Ja, also das habe ich hier irgendwie, ich glaube, am Dienstag gemacht oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Und am Montag schon. Jedenfalls habe ich mir hier mal von Footbin angeguckt auf Twitter, wie halt die geupgradeten Karten mit der Evo darauf aussehen würden. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe die SBC abgeschlossen und Glück gehabt. Wie wir alle wissen, PSG hat gewonnen. Da hatte ich ein gutes Näschen. Ich hatte halt sowieso noch Futter im Verein und das war, ich weiß gar nicht, 85er Team und noch irgendwas. Deshalb war es relativ easy. Mukiele, rein da. Also ich habe hier, by the way, immer so die Tradable Packs und so, wie ihr hier seht, alles weggezogen. Auch die von den Tagesanmeldungs-Upgrades, 80x5, immer alles weggeatmet, um den Verein halt wieder aufzufüllen, um irgendwie, ja, die ganze Zeit einfach so die Maschinerie am Laufen zu halten, ne? Immer recraften, craften, craften, craften. Einmal musste ich so ein bisschen unsittlich werden. Da habe ich ein, wo haben wir es? Ja, hier, 84x7 geöffnet. Da musste ich einmal dran. Ich musste ein bisschen Rating kriegen. Und jetzt guckt euch an, was passiert. Frankreich, Stürmer. Paris Saint-Germain. Ja, Arschritze. Mbappé ist gerade ein Inform. Scheiße, ne? Ich brauchte halt noch ein bisschen Futter, um das zweite 84er-Team für Nordi Mukiele zusammenzubekommen. Das hat dann auch funktioniert. Zack, zack. Und am Ende des Tages war ein 84er-Team und was war das 85er-Team mit Inform. Mukiele, ich bin in Gamble eingegangen. Und was soll ich euch erzählen? Ich sollte recht behalten, Alter. Damals konnte ich es noch nicht wissen, dass Barcelona sich in Form von Araujo eine rote Karte abholt. Glück gehabt in dem Sinne. Ich finde, der sieht mit Upgrade übertrieben sick aus. Aber das werdet ihr alles gleich noch in diesem weiteren Verlauf dieses wunderschönen Videos sehen. Ich bin dann zwischendurch Offstream ja auch mal in so ein paar 81-plus-Player-Picks reingegangen. Waren 20 Stück. Also wie gesagt, wenn du halt die täglichen Non-Rare-Gold-Dinger immer machst und ab und zu mal so ein 80x5 und so ziehst, dachte ich mir, komm, gib ihm, kannst halt wieder ein bisschen Futter nachfüllen, so 84er, 83er, 85er mitnehmen. Das ist auch immer ganz wichtig für Inform-Player-Picks. Und dadurch, dass aktuell ja auch recht viele Team of the Weeks in den Packs sind, ich weiß, die sind auch preislich gesunken, aber wir wollen ja im Idealfall auf der RTG keinen Inform für Coins kaufen, kann man die halt auch immer mal machen, um sich irgendwie einen Inform zu snacken, um dann halt wieder direkt in 83x10 reingehen zu können oder in irgendwelche Spieler-SPCs, auf die man Bock hat. Und ja, die habe ich gefettfingert, wollte eigentlich immer eine Lücke freilassen und habe einen 89er die Baller-Inform gezogen. Und das war halt eigentlich der Plan, ne? Also einfach so lange ziehen, bis mal ein Inform bei rumkommt. Und guck mal hier. Hat direkt nochmal funktioniert. Nochmal ein Mint T87 mitgenommen. Und damit war die Salvia eigentlich schon gut. Sandra Panos noch Walkout. Auf der anderen Seite hatten wir noch einen Kroos. Also insgesamt zwei Gold-Walkouts. Zwei Informs.
Ja, und ihr seht, dadurch konnte ich dann auch noch eine weitere SBC ready machen. 87er Team. Dafür haben wir dann Florenzi mitgenommen. Den wollten wir in der nächsten Weekend League sehr wahrscheinlich spielen. Fand, der sieht sehr cool aus. Relativ ähnlich zu den Stats von Rolfö, meiner Lieblingsspielerin. Weil der auch diesen Schnittstellenpass plus hat. Den wollte ich mal mitnehmen. Ich fand, der sah ganz geil aus. Aber ihr seht ja, der eigentliche Grind war das hier. 83 mal 10. Das war das, was ich hier die ganze Zeit machen will. Deshalb auch hier wieder 83 plus Team of the Week Player Plick Recrafted, um halt weiterzumachen. Ne? Das ist halt gerade der Grind vom Tots, ne? Also schreibt's mal rein, wer es gerade genauso macht. Das ist mein Leben. Craften, Inform, 83 mal 10. Craften, Inform, 83 mal 10. Bin dann am Ende noch einmal in die Web-App reingegangen, um meine, ich weiß gar nicht mehr, welche Packs das waren. War das noch von den Weekend League Rewards? Ja, müsste eigentlich. Um die abzuholen, einfach auch, um wieder ein bisschen den Verein voll zu bekommen. Kommst ja sonst nicht dran. War, glaube ich, ein 100er und ein 125k-Pack. Wie gesagt, da war jetzt nichts Geiles drin. Aber ich wollte halt wieder ein bisschen Futter reinbekommen. Und jetzt seid ihr ready für das, was im Stream passiert ist. Das war die Vorgeschichte. Er hat auch ein bisschen Rivals gezockt, das habe ich jetzt nicht aufgenommen. So, ab in den Stream. Ihr habt ja alles. Nice, let's go. Ich bin so ein Fuchs. Ich habe auf der RTG, ich bin an 84x7 Pack rangegangen. Lol, mashallah. Ich habe ein 84x7 Pack gezogen, weil ich unbedingt einen Inform brauchte für eine SBC. Es sind sogar zwei Informs. Ich hole euch gleich kurz rein in die RTG, was ich so alles gemacht habe. Aber ich will, ich würde ganz gerne Aller noch mitnehmen. Weil der sieht eigentlich echt nach einem Spieler aus, der mir liegen könnte. Und wenn der ein Upgrade bekommt, hat er coole Stats. Und der kostet halt auch gar nichts. Plus, einige meinten, also das ist ja hier ein E-Sport-Duell, dass der E-Sportler von Dortmund ganz klare Favoriten-Dings hat. Und wenn der halt auf 91 geht, Alter, der hat halt First Touch in Silber, in der Luft plus, Powershot plus finde ich ganz cool. Ist halt auch so eine Lenk-Saison, ne? Na, theoretisch könnte ich ihn auch auf 92 schauen. Ich hatte hier schon mal ein Team angefangen, aber ich brauchte halt unbedingt einen Inform. Und das holen wir jetzt einmal ganz kurz nach. Aller, den noch abgeschlossen. Wichtig und richtig. Also was hat die... Hat einer bei Footbin mal geguckt, was der Aller gekostet haben soll? Ich glaube jetzt auch irgendwie 40k oder so, ne? Und wenn du dann am Ende des Tages 40k für einen Spieler zahlst, der dann halt tendenziell vielleicht ein 91er Rating hat und vielleicht sogar ein bisschen Bock macht, also irgendwie 37k soll der kosten, so, danach hast du ja immer noch Futter. So, wenn der dir gar nicht gefällt, ne? Jansen auch noch machen, kostet nur ein 81er Team. Ah, aber mit dem Inform. Ja, ein Inform möchte ich dafür nicht abgeben. Weil ich werde den halt, egal ob der ein Upgrade bekommt oder nicht, nicht spielen. Dafür finde ich den jetzt nicht interessant genug. Und dafür bräuchte ich halt einen Inform. Das Ding ist, ich finde Trossard aufgrund seiner Playstyles nicht interessant. Und Dyer finde ich, obwohl, also Dyer mit Upgrade wäre geisteskrank, ne? Dann hat er halt irgendwie 93 Verteidigen und 97 Physis oder so eine Scheiße. Ist absolut wild. Aber ich bin halt so stacked in der Verteidigung, brauche ich halt wirklich nicht, ne? Ganz kurzes Team-Update hier, ne? So sieht's gerade aus, perfekt. Das ist gerade das Team. Und ihr seht halt, also, bei allem Respekt, ne? Dyer sieht cool aus, aber die Innenverteidigung ist mit Ferdinand und Campbell Richtung Team of the Season so safe, da brauche ich erstmal nichts ändern. Die sind beide so unfassbar gut. Der rote Felix kommt so geil. Eins in den Chat, wer den auch hat, ich finde den so lecker. Also, ich hole euch einmal ganz kurz rein, was ich auf der RTG gemacht habe. Ich habe ein bisschen an der Evo weitergearbeitet. Da bin ich jetzt beim Asan Uedraogo kurz vor Level 3. Terodde müsste ich jetzt mal die Tage anfangen. Hier läuft auch keine Evo aus, also perfekt. Habe ich hier ein neues Pack, 83x20, das ist... Boah. Ey, ich glaube, da nehme ich ein 87x3, oder? Ja, da nehme ich ein 87x3. Also 83x20 ist auch ganz cool. Kommt da halt mehr so über die Quantität. Aber 87x3 ist halt, wenn das Tots da ist, kann man da halt schön einen rausbaiten, ne? So, und dann habe ich hier wieder die täglichen gemacht. Und 4 Abschlüsse ist auch nochmal ein Pack. Bin ich auch genau richtig im Zeitplan, muss ich morgen 3 Spiele machen. Und am Freitag 3 Spiele, damit ich hier auch noch ein 85x5 bekomme. Tots aufwärmen und gewinnen. Ah, kriege ich jetzt auch noch ein Di Natale. Nice. Momentan wirst du so mit Packs zugeballert. Ja, also ich bleibe auch dabei, ich fand das weird, dass letzte Woche so viele Leute den Content gehatet haben für das Tots Warm-Up. Ich glaube, viele Leute haben halt so den Irrglauben, dass Content immer nur SBCs, Packs und Evolutions sind. So,
Ich finde aber vor allem jetzt bei der TOTS-Vorbereitungswoche oder auch zum Golasso hast du halt wieder so viele Sachen bekommen über zum Beispiel diese Anmelde-Upgrades, über die Tagesspiele so, ne? Oder hier auch noch das Ding, dann gibt's ja auch noch einen Cup, den habe ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht gespielt, weil ich da einfach gar keine Zeit für hatte. Also keine Ahnung, ich fand das jetzt eigentlich ganz geil, ne? Viele Leute wollen auch Premiere immer was zu motzen haben. Ja, also ich finde, du hast halt so viel Stuff wieder gekriegt. Ich würde denen nur den Tipp geben, das habe ich auch denen gestern in den Chat geschrieben. Ich würde gucken, dass die halt die Belohnungen nicht zu krass machen. Weil sonst kommst du halt zu schnell voran. Oh! Aus dem 80x5! Das ist ja geil. Oh, auf der RTG werden schon wieder Meter gemacht. Chat, ich habe einfach fürs Nichtstun gerade ein 83x10 Pack zum TOTS geschenkt bekommen. Ich hab's einfach donated gekriegt gerade. Zu welchem TOTS öffnest du die Packs? Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wann es am meisten Sinn macht und wie es aussieht, werde ich das so machen, dass ich einen Großteil tatsächlich direkt schon zum TOTS live ziehen werde. Also am Freitag oder dann beziehungsweise am Sonntag. Weil da habe ich einen ganz geilen YouTube-Kommentar unter dem letzten RTG-Video gelesen. Das würde dem RTG-Projekt irgendwie so ein bisschen... Also es würde das Projekt so ein bisschen ausbremsen, wenn ich jetzt halt einfach 2 Wochen an dem Team gar nichts ändere und gar keine Packs ziehe. Deshalb werde ich die wahrscheinlich schon Freitag jetzt ziehen. Ah, es sind aber keine Ratings, ne? Naja, Stats predicted. Das ist das TOTS Live Team. Und die Karten können dann nochmal um 2 Ratings nach oben gehen, oder was? Die können 2 nach oben gehen, alle. Wie gesagt, also die Ratings, die könnt ihr euch... sparen, weil das ist nur eine Prediction. Aber das sind halt quasi so dynamische TOTS-Karten. Ich finde es eigentlich ganz geil, weil so die Auswahl von Spielern macht einem schon irgendwie so ein bisschen, also Modric, Bruno, Klaus ist geil, Havertz ist cool, Bissek finde ich persönlich nice, je nachdem, was der für Stats bekommt. Hinkapi aus der Bundesliga ist geil, Saint-Maximin wird sich geil spielen, Soboschlei, Rafinha. Also da ist auf jeden Fall viel Fantasie dabei. Zu viel Premier League, ja, da bin ich bei dir. Da bin ich bei dir. Es ist halt wieder typisch, wenn du durchzählst, die Bundesliga kriegt 2 Karten, die Premier League kriegt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also ist halt, feiere ich auch nicht. Das feiere ich fairerweise auch nicht. So, wir gucken mal ein bisschen in den 19 Uhr Content rein, oder? TOTS Aufwärm-Anmelde-Upgrade, da müssen wir gleich direkt rein. 83x10, die sind alle wieder retickt. 85er Duplikat-Tausch, die waren auch schon da. UEFA-Top-Spiele. Tauschbares 81 plus Team of the Week-Upgrade. Boah, 85er Rating ist aber ein Brett, ne? Ist noch irgendwas Neues gekommen? Irgendein Spieler oder so? Ein Premier League-Spieler? Klassiker. Expertenwahl. Ich habe den Kartentyp immer noch nicht gecheckt. Ja, nee, Bruder. Ich brauche ich jetzt wirklich gar nicht. Das ist also, nee. So, 10 Münzenpack erstmal. Das ist das Wichtigste. Aha. Irgendwelche Experten können sich einen Man of the Match aussuchen und die kriegen dann eine Karte. Ja, ich habe es irgendwie auch nicht verstanden. Ich hatte am Anfang, dachte ich immer, das war aber Fail von mir. Ich dachte, die Karten gehen irgendwie übers Jahr hoch. Weil ich finde, diese Expertenwahlkarten sind irgendwie immer so einen Monat hinter der Power Curve. Ich habe es irgendwie ehrlicherweise nie so ganz verstanden. Keine Ahnung, ich habe nie durchgeblickt. So, Tagesanmeldung haben wir auch. Wo stehe ich denn da jetzt eigentlich? Ich habe 6 von 12 und ich habe noch 7 Tage Zeit. Okay. Das heißt, ich habe sogar einen Tag Puffer, um es mal zu vergessen. Lohnt es sich, die 80 Plus Packs auch zu sparen? Also ich mache das tatsächlich so. Also mein Grind gerade beim Vorbereiten aufs Team of the Season. Ich nehme alle Packs mit bis Rating 83. Das heißt, mein Cut-Off-Point ist 83x10, sowas. Wenn ich irgendwie so ein Pack habe wie sowas hier, 25k-Pack. Das nehme ich mit, einfach um wieder Spieler in den Verein zu bekommen, um weiter zu craften. Das ist so gerade ein bisschen mein Grind. Da war Raúl de Thomas drin, gerade miese Flashbacks. Genau. Also sowas nehme ich halt, um weiter zu craften. Denkst du, das Bundesliga-Tots kommt vor dem Premier League-Tots? Weil für die Bundesliga kann man ja jetzt schon wählen und für die Premier League meines Wissens nach nicht. Nein, also mir hat der Community-Manager, der Laurin, von dem ich die Bundesliga-Wahlbox gekriegt habe, die Frage beantwortet mit, dass das... Live Team of the Season, also das, was ne, auch, glaube ich, im Ladescreen ist, das ersetzt das Community TOTS dieses Jahr. Und dann kommt das Premier League TOTS und dann kommt das Bundesliga TOTS. Also ist von der Reihenfolge eigentlich genauso wie letztes Jahr. Das Einzige, was sie geändert haben im Vergleich zum letzten Jahr, ist,
Und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde es eigentlich ganz geil. Die haben das Community Tots gegen ein Live Team of the Season ausgetauscht. Und das finde ich eigentlich ganz nice. Also das finde ich eigentlich ganz cool. Weil ich sag euch ehrlich, nur meine Meinung, ich finde, die letzten Jahre hat sich dieses Community Tots irgendwie immer so ein bisschen wie so ein kleiner Mini-Start angefühlt. Also beim Community Tots gab es meistens so 2-3 interessante Karten und der Rest war halt so eher low. Und ja, keine Ahnung. Also jetzt halt mit Live-Karten ist die Chance halt da, dass die dann halt noch krasser werden, ne? Ich nehme euch mal ganz kurz mit in meine RTG-Kaderplanung rein, okay? Die RTG-Kaderplanung sieht folgendermaßen aus. Ich gebe euch mal ganz kurz die Kaderplanung. Pop und Oberdorf verkaufen wir gleich. Adebayo raus. Harry Kane zum Team of the Season raus. Beim besten Willen, der ist immer noch gut, aber das wird jetzt, der wird outdated sein. Zum Start vom Tots wird dieser Mann outdated sein. Da kommen die Innenverteidiger, die haben alle 95 Tempo. Ich muss darauf grinden, dass ich irgendwann Harry Kane Team of the Season hab. Das ist halt, das sind halt Spieler auf der Bank, ne? Ob man die dann noch benutzt, sage ich ehrlich, keine Ahnung. Pina lasse ich hier aus nostalgischen Gründen, weil ich die Frau lieb. Das ist die Kaderplanung mit dem Grundgerüst, mit dem wir ins Team of the Season reingehen. Und ich sag halt, im Idealfall, kannst du dann so jemanden wie Cech noch mitnehmen, dass du halt einfach deine 5 Icons hast, wenn du die SBC abschließt. Und dann kannst du auf ganz entspannt, also kannst du ja so schon, siehst ja, der jeder Spieler, wenn du seine Nation hast, ist ja schon auf Fullcam. Also ist auch mit 4 Icons, aber dann kannst du da einfach ein bisschen drauf aufbauen, weißt du? Ich weiß halt auch nicht, wie es ist. Ich würde halt ganz gerne mit so einem Stamm von ungefähr 5 Icons ins Tots reingehen. Weil dann kann ich halt sagen, wenn ich mal zum Beispiel, angenommen, ich ziehe irgendeinen unfassbar krassen Innenverteidiger Team of the Season. Keine Ahnung, sag mal irgendeinen. Van Dijk Tots, wenn er einen kriegt. So, dann kann ich sagen, gut, alles klar, dann ist die Reise für Ferdinand hier beendet. Und dann habe ich aber trotzdem durch die anderen 4 Icons, bin ich halt immer auf Chemie. Versteht ihr meinen Grind? Deshalb will ich mir halt ganz gerne so ein Grundgerüst von 4, im Idealfall 5 Icons dahinstellen, damit ich einfach zum Team of the Season, sobald ich irgendeine geile Tots-Karte in Rot ziehe oder so, die da halt einfach Plug and Play reinstellen kann. Wolltest du nicht Campbell Evo machen? Ist gemacht. Ja, yeah. Ist mit Upgrade. Ich denke, du wirst eher mit Alonso Pro Pace technisch an die Grenzen kommen als mit Felix. Ja, das glaube ich zum Beispiel auch. Also ich kann mir auch vorstellen, dass halt so ein Alonso, der spielt sich jetzt gerade sehr, sehr geil. Der macht gerade sehr, sehr Bock. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, also guck dir einfach mal an. Und das war halt letztes Jahr ohne Playstyles. Guck dir die Stats letztes Jahr von einem Kimmich-Team of the Season an. So, und Kimmich hat letztes Jahr 98 Passen, 90 Physis, 92 Verteidigen, 92 Dribbling, 86 Pace gehabt. Und glaube Doppel 4. Ne? Oder guck dir den Bellingham an, überall mit 90. So, und dann kommst du halt auch an Spieler, wo du sagst, okay, dann nimmt man vielleicht halt auch mal eine Icon raus, ne? Also deshalb ist das jetzt hier gerade so ein bisschen der Stamm, mit dem ich arbeite. Ich nehme jetzt mal Cech raus, weil ich die SBC noch nicht gemacht habe. Bei Rolfö sage ich auch, die ist geil, aber ich sage, klar, jetzt nicht auf Krampf, aber die wird zum Tots auch ausgetauscht. Also ich glaube, das ist halt so, diese 4 Icons sind so das Grundgerüst, mit dem man reingeht. Und warum ich Felix nicht drin lasse, also nochmal, ich glaube, ihr versteht es gerade nicht. Das Team hier oder das Grundgerüst, meine ich, Ende vom Tots, nicht in einer Woche, in 3 Tagen oder sonst irgendwas. Ich werde Safe Call jetzt Freitag sehr wahrscheinlich noch mit Felix, mit Rolfö und wie die alle heißen spielen. Nur du wirst halt zum Team of the Season solche Karten wie Joao Felix zuhauf haben. Mit allen wichtigen Offensivstats über 90. Und sehr wahrscheinlich haben die dann halt auch noch geilere Playstyles, ne? Digga, Rolfö raus ist Quatsch, du schmeißt sie raus und spielst wochenlang Tavernier. Nee, ich glaube, viele Leute verstehen einfach gerade nicht, worauf ich hinaus will. Ich versuch's nochmal zu erklären. Also, hier geht's einfach nur darum, mit Icons ein Grundgerüst zu bauen, an dem man sich zum Team of the Season langhangelt. Dass du halt einfach immer weiter upgraden kannst im Team, ohne dass du auf Chemie achten musst. Das ist einfach nur ein Blick in die Zukunft. Das ist nicht, ah, das Premier League Tots ist draußen und ich scheiße auf Joao Felix und ich scheiße auf Rolfö und ich scheiße auf alle anderen. Ich glaube nämlich zum Beispiel, dass sowohl er hier als auch sie hier die beiden Goldkarten oder halt Nicht-Icons sind, die mit Abstand am längsten in diesem Team drin bleiben. Also ich glaube, da muss ich schon sehr, sehr geile Spieler ziehen, die da halt rausrotieren werden. Weil wir werden jetzt etwas tun und das tut mir auch ein bisschen in der Seele weh. Ich werde mich jetzt hier von 2 absoluten Vereinslegenden verabschieden. Und das sind Oberdorf und Pop.
Die beiden, absolute Macherinnen, ne? Absolute Macherinnen. Ich habe beide 1,1 Millionen gekauft, haben natürlich preislich ein bisschen abgestunken dann, sind ein bisschen gesunken. Bruder, die haben 2 Weekend Leagues gespielt und einfach 2x 18 Siege geholt. Das ist schon krass, Alter. Ich habe in ganz EAFC nur einmal Back-to-Back 18 Siege geholt. Egal ob Main-Account, egal ob RTG-Account, einmal hat's geklappt, das war mit den beiden. Chat, Applaus! Applaus für diese beiden Account-Legenden. 2 waschechte Malocher. Malocherinnen. Es war sehr stark. Es war sehr stark, es war sehr schön. Das Ding ist, ich sehe mich auch bei Drogba Chat, aber ich sehe mich halt nicht dabei, dass ich den Mann jetzt kaufe und dann kostet der am Freitag 200k weniger. Aber ich habe eigentlich auch echt Bock, ne? Und ich könnte ihn mir halt leisten auf der RTG. Der hat halt wirklich alle geilen Playstyles. Der hat Raserei und schneller Schritt in Silber, das heißt, er wird sich schnell zocken. Der hat First Touch in Silber, was ein Brett ist. Und in der Luft Plus und Power Shot Plus, was auch geile Dinger sind. Stimmt, und Ruhepol, was auch Killer ist, ja. Ja, ist schon nice. Finde ich auch geil. Das Ding ist so eine andere Position, die ich erstmal wichtig finde. Weil ich sage euch ehrlich, zur Not spiele ich ja nochmal am Anfang Kane. Also Kane hat ja letzte Woche noch funktioniert. Ich habe ein großes Problem, das ist diese zweite MS-Position. Fällt euch irgendeine Karte ein? Ich bräuchte hier einen Spieler, der so ein Hybrid ist am besten. Also so ein klassischer zweiter Stürmer. Gibt es da irgendjemanden, der euch einfällt? Wenn ich Zola spiele, könnte ich hier auch den geupgradeten Mukiele für Tavernier hinstellen. Könnte man halt auch machen, ne? Dann könnte ich mal hier den Mukiele ausprobieren. Weil der Mukiele mit Upgrade wird halt ein absolutes Überbrett sein. Alter! Hä, ja! Okay, ich glaube, mit Berbatov habt ihr mich. Berbatov hat 5-4. Ist beweglich. Hat den Curve Plus. Ich glaube, Berbatov ist eine Idee für euch. Vor 130k ist ja nix. Boah, das wäre halt eine geile Idee, ne? Ich finde, Berbatov als Second Striker ist eine gute Idee. Ich glaube, als einzige Spitze wäre der scheiße. Aber ich glaube, so als zweiter Stürmer könnte er kochen. Francescoli, Curve Plus und entscheidender Ball Plus. Francescoli gucke ich mir mal an. 5 Sterne Weakfoot, hoch gering, 1,81. 91 Tempo, 92 Schießen, 87 Passen, 93 Dribbeln. Ist halt beweglich wie Scheiße. Spielt sich wie Arsch. Was ist mit dem hier? Da wird mir natürlich auch als Schalke-Fan Herz aufgehen, ne? Digga, ich sag euch ehrlich, ich glaube, es ist wirklich Raoul, ne? Ah, der ist halt krass teuer, aber der ist halt auch schon echt geil, ey. Der ist halt auch schon einfach echt geil. Mit Doppel 5 Technical und Curve Plus, das ist schon echt geil. Ich glaube, so vom Preis-Leistungs-Verhältnis, was ihr mir vorgeschlagen habt, finde ich bis jetzt Berbatov am besten. Weil die 130k würde ich da auch investieren. Ich glaube, ins Tor stellen wir dann auch erstmal einfach Donnarumma. Kriegt ja auch noch ein Upgrade, passt das auch. Dann brauchen wir nur noch einen Stürmer. Bei Aller bin ich halt darauf angewiesen, dass er ein Upgrade bekommt, ne? Er sieht ganz okay, also er sieht jetzt schon ganz gut aus, aber ich würde halt schon ganz gerne jeden Stat nochmal plus 2 haben. Dass ich halt einfach Tempo, Schießen, Dribbling und Physis im 90er Bereich habe. Ich finde die Idee am coolsten, ich zeig sie euch. Ich drop den Kane, nehm den als Super Sub mit. Ich scheiß auf den Berbatov und ich kaufe mir für den Sturm Didier Drogba. Weil den werde ich sehr wahrscheinlich dann sowieso im Sturm spielen, weil der absolut geisteskrank sein soll. Ich habe auch Bock auf den und egal wen ich frage, alle sagen mir, der Typ ist ein absoluter Macher. Und selbst wenn ich den kaufe, habe ich immer noch 1 Million glatt. Das heißt, wir gehen trotz Drogba mit 1 Million Coins ins Team of the Season rein. Ich glaube, dass er zumindest als Icon relativ wertstabil ist. Also ja, klar, kann sein, dass der von 470k auf 390 oder so sinkt. Aber der wird jetzt nicht auf 200k runtergehen, nur weil das Tots rauskommt. Glaube ich zumindest, weil es halt immer noch eine Icon ist. Das heißt, wir müssten jetzt theoretisch diese Position hier links vorne, diese MS-Position, da müssen wir irgendwas machen. Das müssten wir im Idealfall aus dem Verein lösen. Aber ich finde, auch wenn man eine RTG macht, darf man sich nicht immer davon ficken lassen, von wegen, muss jetzt immer unbedingt den perfekten Zeitpunkt treffen, wo ich die Spieler verkaufe. Wenn du mal 100k Minus machst, aber dafür halt Spaß hast, dann ist das so. Ich sag euch ehrlich, perfektes Weekend League Team für die Woche. Mukiele ausprobieren, mit Upgrade, wird reinschallern und hier kommt Gianfranco Zola hin. Ist genau das Profil, was wir brauchen. Dann haben wir unseren Rechtsfuß mit ruhender Ball Plus, wir haben unseren kleinen Quirlichten mit den Curve Shots,
das, was Dings die ganze Zeit gemacht hat, Pop. Und dann haben wir ein geiles Team. Und dann habe ich auch auf der RTG 4 neue Karten, also 4 neue Positionen, die ich ausprobieren kann und auf die ich mich auch freue. Und dann können wir immer noch, und davon gehe ich tatsächlich aus, ich glaube, wir werden tatsächlich sogar am Freitag so reingehen mit Czech-Toti-Icon. Weil ich glaube, den werde ich noch nebenbei ein bisschen grinden. Das ist so ein bisschen der Plan. Weil die SBC kostet irgendwie 250.000 Münzen oder so. Und den kann ich dann einfach nebenbei ein bisschen machen. EAFC, für mich persönlich das beste FIFA, was es jemals gab. Gameplay-mäßig, wenn die Server gut sind. Das meine ich komplett ernst. Gleichzeitig ist es aber auch bei schlechten Servern das mit Abstand schlechteste FIFA, was es jemals gab. Und das ist halt der Vollbruch. Pop ist für 590 weggegangen. Das ist das Weekend League Team. Das heißt, ich brauche noch einen Innenverteidiger. Da hatte ich immer Carvalho mit. Wolltest du nicht Untrade-Team machen? Ja, ich hab's überlegt, aber ganz im Ernst. Also Zola und Drogba, die werden sinken. Ja, die werden nicht mehr steigen in diesem Leben. Wenn das Team of the Season losgeht, wird es auf den Positionen so viele Alternativen geben, dass die sinken werden. Ja, aber ich will halt auch in der nächsten Weekend League ein konkurrenzfähiges Team haben und ein geiles Team haben. Dann nehme ich den günstigsten. 470. So, und dann brauche ich noch einen Zola, ne? Ach lol, die Oberdorf ist gerade... Ah ne, doch, die ist weggegangen, hä? Hat die irgendeinen Zuschauer von mir gekauft? Die kostet nicht 400k. Lol, ich glaube, die hat irgendeinen Zuschauer geholt, kann das sein? Die war doch günstiger. Die irgendeiner von euch geholt? Wollt mir hier irgendeiner einen Gefallen tun? Was ist das denn hier für eine RTG-Schiebung? Da hat mir einer 15k donated. Ja, hat mir irgendeiner 15k donated. Ja, danke. Der halbe Chat war's. Ja, an den, der es wirklich war, Macher. 295 Zola. Wir haben halt immer noch 650k flüssig. Durch die Rivals Rewards morgen sind es dann sogar 700k. Ja, damit kann man arbeiten. Ey, Mukiel hat gerade sein Upgrade gekriegt. Lol. Hat er überall Roh plus 2 bekommen oder hat er irgendwo plus 3 gekriegt? Hat er irgendwo plus 3 gekriegt? Er hat bekommen 2 Physis, 2 Verteidigen, 2 Dribbeln, 2 Passen, 2 Schießen, 2... Ne, er hat überall plus 2 bekommen. Aber er sieht halt trotzdem mit der Evo geisteskrank aus. Mit der Evo ist es halt trotzdem ein Brett, ne? Kannst halt nichts sagen, Alter. Das ist halt ein Brett. Oh mein Gott, Freunde. Bevor ich jetzt hier gleich mit dem Content reingehe, den wir nach dem Stream gestern gemacht haben, die Foot Champions Updates, Rewards. Mir fehlen die Worte so draußen. Alter, guckt euch das an. Rang 1 bekommt 3 Player Picks. Team of the Season, Champions Live, 1 von 5. 85x5 Pack Tradable, 87x2 Pack Tradable, 250k Packs, 225k Packs und ein 3er Tots Life Pack. Junge, 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 die Rewards sind ja so dick da, Alter. Vor allem, dass sie halt auch noch das 85x5 und das 87x2 da gelassen haben. Was gibt's für Rang 2? Da haben wir 2 Player Picks, 1 von 5, 85x4, 86x2 und auch ein 3er Pack. Was haben wir bei 16 Siegen? Haben wir 2 Playerpicks, 85x3, 85x2, auch ein 3er-Pack. Und bei 14 Siegen haben wir 2 Playerpicks, auch ein 3er-Pack. Warte mal, ich lass mal ganz kurz gucken. Hier ist 1 von 4, hier ist 1. Ja, das ist halt krass, ne? Ab 18 Siege wird es halt 1 von 5. Das ist halt wild, ne? Das ist halt sehr, 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 sehr krass. Vor allem das Gute ist, es ist halt Champions Live Tots. Also es ist immer die Main Tots Liga auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Also auf dem ersten Blick finde ich, sieht es sehr, sehr gut aus. Ich glaube, die Rewards sind besser als letztes Jahr. Das ist aber nur mein Gefühl, weil du hast halt die 3 Player Picks als Rang 1. Dann hast du 85x5 und 87x2 Tradable. Und dann halt trotzdem nochmal das 3er Tots Pack. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Nee, warte mal, das ist anders. Die waren letztes Jahr, waren die 3er Tots Packs tauschbar? Wie waren das nochmal letztes Jahr? Ich glaube, die waren tauschbar. Schreibt's mal in die Kommentare rein. Ich sehe es gerade auch nur zum ersten Mal. Der Stream ist vorbei. Es ist mittlerweile Donnerstag früh und ihr kennt es. Wir gehen in die Rewards rein. Der allerletzte Tag vor dem Team of the Season. Und hier seht ihr nochmal unser Team für die Team of the Season Zeit. Ich habe da ja lange ein bisschen dran rumgewerkelt. Ihr habt ja auch gesehen, wie so das Grundgerüst aussehen soll. Wie wir dann weitermachen, mit was wir in das Tots reingehen wollen. Ich bin sehr gespannt. Tavernier und Roberto Carlos, also die 92er Version, sind ja rausgeflogen. Für den neuen Mukiele und für den 93er Carlos. Ich bin sehr gespannt. Hab jetzt mit dem Team, ich glaube, 4 Matches gemacht in Division Rivals.
Genau, davon habe ich 2 gewonnen. 1 waren unentschieden und 1 habe ich verloren in der Elite Division. Ist eigentlich eine ganz gute Quote, würde ich sagen. Und dadurch habe ich tatsächlich, ihr seht es ja auch schon, Moment, meine Elite Division Rivals Rewards. Und ich habe mir gedacht, ich gehe auf jeden Fall mit den Tradable Packs, weil ohne Spaß 87x4 und 85x7 Tradable zum Team of the Season ist halt ein Brett, ne? Also ich habe da gestern mit dem Chat lange drüber diskutiert. Viele haben halt auch gesagt, ey, nimm doch vielleicht wieder die Option 3. Da hast du die zweimal und kriegst 45.000 Münzen. Aber ganz im Ernst, ich werde so viele Untrade-Packs haben. Ihr habt ja jetzt schon meinen Kornspeicher da gesehen mit den ganzen Aufgesparten. Da kann ich auch mal hier in die Tradable-Dinger reingehen. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was wir daraus ziehen werden. Ich werde die logischerweise aufsparen. Hab auch übrigens eure Kommentare gelesen. Ich werde zum Tots Live den Großteil aufmachen. Weil es wäre jetzt doof, irgendwie bei so einem YouTube-Projekt dann nochmal 2 Wochen zu warten, bis ich irgendwie die Packs ziehe. Das wäre scheiße. Guck mal, hier haben wir übrigens schon das nächste 85x4 Untradable Pack. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie wir hier am Eskalieren sind. Evolution von Mukiela habt ihr gesehen, die läuft auch. Da sind wir jetzt auch schon auf Level 2. Werden wir dann noch in der Quali hochzocken. Und ihr seht ja, ich bin jetzt schon wieder bei 62 Packs. Du kriegst halt auch immer diese kleinen 80x2, 80x5 Packs, ne? Durch die Tagesanmeldung. Also es ist wirklich gerade, muss ich sagen, sehr, sehr geil, was man halt so machen kann vor dem Team of the Season. Schreibt mal gerne rein, wie eure Meinung zu dem Content ist. Ich persönlich muss sagen, ich finde, man wird gerade halt sehr krass dafür belohnt, in der Woche, holy shit, okay, 89er Ruben Dias aus dem 80x2 Pack, das nehmen wir auf jeden Fall mit, Meta-Wache, da kann ich mir jetzt auch mal leisten, den Joao Felix nicht zu recraften, Grüße, Digga, wie geil, wow, das ist ja schon wieder nice, nee, ich wollte sagen, also man wird halt irgendwie, habe ich zumindest das Gefühl, gerade in der Woche vor dem Tots jetzt, die letzten 7 Tage, man wird halt wirklich krass dafür belohnt, das Spiel halt aktiv zu zocken. Also halt immer seine 3 Spiele am Tag machen, immer die täglichen Anmelde-Upgrades mitnehmen, ein bisschen die 83x10 craften, recraften, dass man zum Tots vorbereitet ist. Also da sage ich jetzt übrigens mal, das war ein dickes W von EA Sports. Fand ich persönlich sehr, sehr geil. Fanden ja ein paar nicht so nice jetzt die letzte Woche, also zumindest da, als es angekündigt worden ist. Ich fand das sehr, sehr geil, weil ihr seht ja hier, wir werden gleich mal alle Packs durchgehen. Es ist Wahnsinn, was wir hier alles am Start haben. Wir sind jetzt einmal ganz fix in der Web-App. Da wollte ich nämlich noch auf entspannt rein. Da können wir nämlich nochmal in die anderen Packs rein, die wir jetzt hier gerade gar nicht angezeigt hatten. Da wollte ich nochmal aus den Rewards das 35, das 100 und das 125k-Pack öffnen, war das, glaube ich. Ja, die sind ja tradable und wir haben eine tradable Inform. Alter, 89er Donnarumma. Oha, ich weiß nicht, was der kostet. Ah, den werde ich auf jeden Fall verkaufen. Das ist ja schon mal sehr, sehr big. Compare Price. Oh, okay, 25k. Dann werde ich ihn vielleicht doch behalten für eine SBC. Ich überlege es mir mal. Pack ihn erstmal auf die Transferliste. Aber stabiles 35k-Pack, sag ich so, wie es ist. Das ist ja geil. Die Shadows hier sind auch auf jeden Fall wieder... Ja, wobei, die kann ich ja nicht behalten. Shadows brauche ich immer mal. Sind auch 2000 Münzen. Arsenal und PSG. Ja, PSG im Champions League Halbfinale. Arsenal gestern rutschen gegangen. Ich weiß nicht, kann ich mal ausprobieren, ob die Wappen ein bisschen was kosten. Ansonsten nehme ich hier die Non-Rares mit und den Rest kennt ihr ja. Den discarde ich, weil man kriegt halt einfach häufig genug diese Verbrauchsobjekte durch Untrade-Packs mal mit. Deshalb können die auf jeden Fall alle weg. Sind halt am Ende 1600 Coins, ne? Haben oder nicht haben. Ich nehme sie halt, ich brauche sie. Ah ne, genau, ein 50k-Pack und ein 100k-Pack haben wir noch. Wie gesagt, einmal alles mitnehmen. Tradable Walkout, nie verkehrt, können wir verkaufen. Machen wir sogar Meta, passt. Und den Rest halt einfach auf ganz entspannt, um zum Recraften einfach wieder ein bisschen was im Verein zu haben. Die nehmen wir ja alle mit, haben gerade auch schon wieder 3000 durch Discarden gemacht. Und dann nochmal das 100k-Pack zum Abschluss. Digga, ich muss sagen, das sind echt gute Division Rivals Rewards. Alter, ich überlege halt ohne Spaß, ob ich vielleicht häufiger Tradable nehme. Das ist echt krass, überleg mal. Ich habe jetzt die schlechten 3 Packs von der Elite Division aufgemacht und es ist kein Event am Start und ich gehe da halt trotzdem mit ein bisschen Münzen raus, ne? Wir hatten in jedem Pack... Digga, hier sind sogar 3 Walkouts drin. Alter! Okay, also das war ja wirklich richtig big. Ohne Spaß, also könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, ob ich vielleicht mal in Zukunft immer Tradable mitnehmen soll. Das war ja richtig nice.
Also ich weiß, dass Futter gerade nicht so viel kostet, aber zwei Parejos, eine Endler morgen und Donnarumma. Und dann hätten wir jetzt eigentlich noch ein 85x7 und ich glaube ein 87x2. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal durch, dass ich euch am Abschluss des Videos alle aufgesparten Packs zeige. Es werden noch ein, zwei dazukommen. Ich werde noch ein bisschen vorbereiten für unseren RTG-Stream, auf den ich mich sehr, sehr freue am Sonntag. Das wird extremst geil. Also wir haben 86x2, 85x4, insgesamt zweimal. Das eine davon ist tradable, das müsste Weekend League Rewards sein, die beiden hier oben. 84x2, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 83x10. Da sage ich, kriegen wir auch noch ein, zwei weitere hin. 86x3, zweimal Untrade, 87x3 Untrade, 84x20, 84x10. Dann haben wir hier diese drei Attacker mit Fielder Defender Packs. Genau das gleiche nochmal mit den Ligen. Dann haben wir hier nochmal 583 Angreifer, 583 Mittelfeldspieler, 583 Verteidiger, 87x4 Untrade, 87x4 Tradable, 85x7 Tradable. Das sind die aus den Rivals Rewards gerade. 85x10 und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 84x7 und 82x11. Das sind alle Packs, die ich zum Team of the Season auf der RTG aufgespart habe. Es wird sehr, sehr geil, Freunde. Lasst ein Like da auf diese wilde RTG-Folge. Wir haben ein komplett neues Team. Wir sind ready fürs Team of the Season. Schaltet die Streams ein am Freitag und am Sonntag. Ich freue mich extrem auf die Zeit. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr geiles Event. Bis dahin wünsche ich euch einen traumhaften. Macht's gut, haut da rein und ciao, ciao.